Cody Rhodes ist zurück in der WWE. Ich meine, wir wussten alle, dass Seth Rollins gegen diesen Mysterious Opponent quasi gegen Cody Rhodes antreten wird. Ich meine, es waren Gerüchte im Umlauf, man wusste genau, wann Cody Rhodes Non-Defeat-Klausel quasi endet von der AEW, die es nicht so ernst nimmt wie die WWE. Also, die haben keine 90 Tage oder sowas, ja. Und da wusste man genau, okay, Cody Rhodes, er hat wahrscheinlich auch einen Vertrag unterschrieben. Er hat sich mit WWE-Offiziellen getroffen. Und ja, Mysterious Gegner, Mysterious Opponent, ja, von Seth Rollins in WrestleMania. Wer kann das sein? Ja. Ciao und hallo. Ich darf euch wohl die Videobilder nicht zeigen von dem Match. Mehr als ein, zwei Sekunden Ausschnitte seht ihr auch nicht woanders im Internet, in YouTube. Es sei denn, es sind offizielle Kanäle oder es sind alte Sachen, alte Geschichten. Deswegen hört ihr bei mir die Kommentatoren so ein bisschen, die deutschen Kommentatoren habe ich extra für euch eingeschaltet und seht meine Reaktion so ein bisschen darauf. Falls euch es gefällt, lasst einen Daumen hoch am Ende da. Und ansonsten schreibt mir die Kommentare unten drunter, was ihr davon haltet und wie es für euch gewesen ist und ob ich an der einen oder anderen Stelle, was ich gesagt habe, vielleicht Recht oder Unrecht hatte. Alles Weitere. Und wir sehen uns in einem anderen Video. Ich sage jetzt schon mal Tschüss, weil ich habe nur dieses Reaction und dann am Ende hört es einfach abrupt auf sozusagen, weil das Match dann zu Ende ist und ich habe die Kamera ausgemacht. Von daher, bis dann. Ciao. Ja, falls jetzt Fragen auftauchen, du magst doch nicht die WWE, du hast doch das Network nicht abonniert. Ja, ich habe immer wieder tief in die Tasche gegriffen und habe einen Monat abonniert, wegen WrestleMania, weil verschiedene Sachen zurückgekommen sind, aber ich habe nicht vor, das länger zu abonnieren. Ich möchte es morgen direkt kündigen, weil ich stehe nicht so auf die WWE mehr. Ich finde das Produkt total überbewertet, überzogen. Ich sehe es auch an dieser Superlative von Show wieder bei WrestleMania. Wenn man denkt, AEW macht schon eine Riesenshow, das ist bei weitem noch nicht so wie das Level von WWE. ja, Ronda Rouseys Abgang damals in WrestleMania war auch das Letzte, was ich damals gesehen habe von WWE, als ich das Network damals hatte. Jetzt sehe ich ihre Rückkehr sozusagen und Codys Rückkehr und ich glaube, der Steve Austin und andere sollen auch noch auftreten. Mal schauen, aber ich habe nicht vor, dabei zu bleiben. Ich brauche das nicht. Ich habe mit Impact Wrestling und AEW schon genug zu gucken. Aber jetzt geht's weiter mit meiner Reaction. Ja, komm, ihr müsst ein bisschen schneller, Jens. Ich weiß, ihr seid nicht für die Jüngsten, aber es ist WrestleMania. Und Pedigree. Ja, okay. Ja, Cody muss noch 2-3 gute Aktionen zeigen und dann ist das Finish. Das ist dann fertig. Gutes Finish noch und dann ist das gut. War ja schon, was sie hier geleistet haben, war ja schon super. Also. Da sehen wir es nochmal. Pedigree von Rollins. Perfekt ausgeführt und Rhodes, ich weiß nicht, wie er kommt raus. Kneift mich, das ist doch nicht recht. Ja. Rollins sagt, das ist mein Moment. Harter Ellbogen. So, hier jetzt gegen kommt der Cody nochmal. 2-3 Aktionen. Komm. Mit einem Faustschlag. Wer hat jetzt mehr Wille? Ich kommen die Bouillère-Rufe oder was mit den Faustschlägen? Yeah. Oh. Yeah. Genau. Ich gehe das die ganze Zeit hin und her. Und irgendjemand muss jetzt in die Seile rennen und irgendwas machen. Da ist wieder Rollins. Tritt in den Magen. Gut aufgepasst hier. Oh, schau dir das an, Rollins. Oh mein Gott. Es ist meine Firma. Sagt er. Oh. Discus Elbow. Oh, ein Schlag in den Nacken. Der Vorarmhieb und Cody Rhodes satt zusammen. Ist es jetzt wohl das Ende für den American Nightmare? Cody 1.
Noch einen da hinterher. Genau. Aber er ist immer noch nicht durch. Ja. Noch ein Crossroads. Wunderbar. Und noch einer. Nein. Die deutschen Kommentare sind ein bisschen zu spät. Eine Sekunde später kommen die. Nicht mehr rauskommt. Rhodes sagt, das ist mein Moment. Ja. Und wie dem sicher. Papa schaut stolz zu vom Himmel. Ein Bionic Elbow. Noch ein Crossroads. Crossroads! 1, 2, 3. Okay, es war jetzt nicht so der Super für mich. Also Rollins hat so ein bisschen gerungen wie eine Puppe da jetzt, aber es war eigentlich finish, mit dem leben kannst nach diesem Fight, nach diesem Match. Was für ein unfassbar gutes Match. Harter Kampf von Cody Rhodes. Ja. Nach 6 Jahren ist er wieder da und wir sagen, willkommen zurück, Cody. So ist also Cody wieder zurückgekehrt. Ich meine, wir wussten alle, dass er jetzt gewinnt. Wenn er in der WWE auftritt, in der WWE, ja. Er kann nicht verlieren, wenn er als Überraschungsgast da drin zurückkehrt und die Fans ihn bejubeln. Ja. Das ist klar. Aber die haben sich nichts geschenkt und das war gut, was sie gemacht haben. Die Leistung war enorm. Das finde ich, hätte ich mir ein bisschen schneller noch gedacht, aber nachdem, was sie alles geleistet haben und gezeigt haben, das sind auch nicht mehr die Jüngsten, sag ich mal, das sind auch keine jungen Highflyer, die, also vor allem Seth Rollins, also eher The Brawler, sag ich mal, The Brawlins, ja, hätte ich ihn beinahe genannt. Cody ist auch nicht so der Highflyer. Und gut, das jetzt ist ein bisschen überzogen, dass er den WWE-Boden küsst, sozusagen. Was für ein Moment für Cody Rhodes. Früher die ganzen Jahre abgelästert hat über die WWE. Naja, das war alles wert. War okay.